Ja, das Thema von der heutigen Sportsendung Basketball ist, ich glaube, das hat man bis jetzt unschwer erkennen können. Hier in Biel kommen das Wochenende mehr oder weniger zwei Events zusammen. Und um was es genau geht, das schauen wir jetzt an. Bei mir ist jetzt gerade Leonard Macho nach einem intensiven und schwierigen Match. Wie ist es euch ergangen? Also wir haben zwei Poolspiele gehabt und wir haben die zwei verloren leider. Das heißt, für uns ist es heute fertig mit unserem Team. Das Turnier geht natürlich weiter und für uns ist halt jetzt, wir wissen, worauf wir arbeiten müssen oder sollen und wir werden das machen, um die nächsten Spiele zu vorbereiten. Jetzt spielt ihr hier ja auch 3 gegen 3 und nicht eigentlich das klassische Basketball, was 5 gegen 5 wäre. Vielleicht, wo sind so ein bisschen die Unterschiede zu dem Spiel? Also es ist sehr komplementär. Die Saison, die 5 gegen 5 Saison ist gerade abgeschlossen, mit dem Club. Und jetzt hat die 3 gegen 3 Saison angefangen im Sommer. Und ja, es ist sehr unterschiedlich von der Intensität her. Das heißt, 3 gegen 3 ist ein bisschen intensiver, würde ich sagen, mit viel Auswechsel. Aber das Spiel dauert viel, es ist halt 10 Minuten. Oder? Und ein 5 gegen 5 Spiel ist 4 mal 10 Minuten. Bezüglich Regeln, dass ihr euch als Spieler anders müsst verhalten müsst, gibt es da noch einen Unterschied jetzt beim 3 gegen 3? Ja, also. Die Taktik ist ein bisschen anders, würde ich sagen. Und meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, oder diese Bewegung, also die drei Spieler dürfen eigentlich nie statisch bleiben. Und es ist ganz wichtig, dass sich alle quasi gleichzeitig oder kontinuierlich bewegen. Und das im 5 gegen 5 ist ein bisschen anders, wo es manchmal Sinn ergibt, eigentlich ein bisschen ruhiger zu sein und dann wieder zu beschleunigen. Und im 3-3 ist eigentlich immer in Bewegung, also ein bisschen mehr Bewegung, würde ich sagen. Jetzt ist das Wochenende eigentlich ganz im Zeichen vom Basketball. Hier in Biel, wie siehst du vielleicht so ein bisschen die Bewegung von der Stadt, was Basketball angeht? Es ist eigentlich immer recht eine Randsportart gewesen, sage ich mal. Aber mit der Zeit kommt es jetzt schon ein bisschen. Bemerkt ihr das auch? Ja, genau. Also, Im Verein, im Rapid Bien Basket, haben wir immer mehr Anmeldungen, also jede Woche. Und immer mehr junge Leute, die bei uns sind und auch Spiele spielen. Und jetzt mit dem 3 gegen 3 hat André Baca und sein Team wirklich ein krasses Event aufgestellt. Und das Ziel ist halt die Stadt, oder also 3 gegen 3 Biel, als wichtiger Standort in der Schweiz zu haben. Wunderbar. Danke vielmals und weiterhin viel Erfolg. Bei mir ist jetzt hier ein Mitglied vom Organisationskomitee von dem Wochenende, wo voll basketballlastig ist. Vielleicht gerade zum Anfang, jetzt haben wir hier eigentlich wie so zwei Events. Was passiert an diesem Wochenende überhaupt alles genau, wo, wie, was? Genau, also wir sind hier vom KTC King of the Court Biel. Wir organisieren ein Gruppenturnier im Basketball 3x3. Seit 3 Jahren hier in Biel und jetzt sind wir hier beim Seegimmer für unser jährliches Turnier. Und gleichzeitig haben wir dieses Jahr die Chance mit uns, mit Swiss Basketball, haben wir die Chance hier in Biel am Choranplatz an See, können der Swiss Tour, eine Etappe vom Swiss Tour hier willkommen heißen. Das heisst, wir haben gleichzeitig zwei Turniere, einen, der eine schweizweite Meisterschaft ist und unser Turnier, wo ein Gruppenturnier ist für die Region. Wir natürlich auch Teams von Genf, von Aarau, von der ganzen Schweiz. Aber vor allem denkt für die Leute und also zugänglich für alle. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen, dass da alles das Spiel zusammenfindet? Genau, also wie ich schon gesagt habe, wir sind hier in KTC, machen wir schon seit 3 Jahren eigentlich ein jährliches Turnier. Und dieses Jahr haben wir gedacht, wir wollen das mal ein bisschen grösser werden. Und wir haben auch gespürt, in den letzten 2 Jahren hier in Biel, bei den Jungen, haben wir
enorme Anfrage für Basketball. Junge, die Basketball spielen wollen, die Teil sein vom Rapid Bien, vom Club hier, mit dem wir auch zusammen arbeiten. Und wir haben gedacht, wir wollen das nachgehen, die Nachfrage angehen und hier wirklich ein Fest vom Basketball machen in so einer Stadt wie Biel, die eigentlich auch für den Sport lebt und für die Multikulturalität und so urbane Sport oder Kunst oder was auch immer, was auf der Straße passiert, wie so ein Turnier. Und darum haben wir Swiss Basketball angefragt, ob sie interessiert wären, das Jahr eine Etappe hier in Biel auf dem Choronplatz zu machen. Und es hat eigentlich gut geklappt, eine gute Zusammenarbeit. Sie waren vom Ort und von den Leuten und von der Atmosphäre begeistert gewesen. Und von dem her sind wir froh, können wir heute und morgen das Basketballfest hier organisieren. Ein bisschen Aufmerksamkeit mehr durch das sicher, aber wahrscheinlich auch mehr Aufwand, um das alles zu organisieren, alles unter einen Hut zu bringen. Oder wie ist das so ein bisschen gelaufen bei euch, die Organisation? Ja, das ist richtig. Also, wir sind da auch noch ein bisschen Novice, so ein grosses Turnier, so einen grossen Anlass zu organisieren. Und es hat wahnsinnig viel Arbeit gebraucht vom Komitee und natürlich von allen Freiwilligen vom Rapid Bien. Und auch das Komitee vom Rapid Bien hat uns da wirklich viel geholfen. Und mit dem Komitee vom Swiss Tour haben wir da eigentlich ein gutes Team gehabt, um das aufzustellen. Und es ist eigentlich auch gut geklappt in Zusammenarbeit mit der Stadt Biel und für Sponsoren eigentlich zu suchen. Die bedanken wir hier auch noch ganz herzlich, dass wir dank ihnen das Fest hier können organisieren können. Aber wir geben voll Gas, wir sind sicher nach für 2 Wochen alt, aber wir haben Spass und richtig viele Leute hier am Platz und für das leben wir. Dann vielleicht noch jetzt eben, Basketball wird gespielt, das ist klar, aber um was geht es überhaupt? Also was liegt für die Spielerinnen und Spieler an diesem Wochenende alles drin, um was spielen sie da? Genau, also bei unserem Turnier, der KTC-Turnier, hier geht es um Preise, um Geldpreise, es geht aber auch mehr um, würde ich sagen, als populäres Turnier. Es geht mehr um Spass, um Zusammenkunft. Es gibt Teams, die von der ganzen Schweiz kommen, aber Basketball ist eine kleine Welt hier in der Schweiz und die Leute kennen sich und haben Freude, sich wieder zu treffen und miteinander zu spielen. Beim Swiss Tour, wo heute auf dem Journalplatz stattfindet, hier geht es um eine schweizweite Turnier, wo der Gewinner von diesem Turnier eigentlich eine Chance hat, die Schweiz beim World Tour zu repräsentieren und auch bei der in einer weiteren Phase dann eventuell auch bei den Olympischen Spielen, wo jetzt seit ein paar Jahren Basketball 3 und 3 auch dabei ist. Merci vielmals für den Einblick und weiterhin gutes Gelingen. Merci euch. It ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission. The beat is a mission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance ain't coming off track. No. When they ask what's the motive, don't talk about the show. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling. They already know. Das wär's mit der Sportsendung von dieser Woche. Merci fürs Einschalten. Es würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, ganz eine gute Zeit und auf Wiedersehen. Let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving while we doing.